Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 31.01. Und die meisten von euch wissen, was das bedeutet. Heute ist Dominiks letzter Kindergartentag. Und da wollte ich euch heute nochmal mitnehmen und wollte euch jetzt gerade als allererstes zeigen, was ich für die Erzieherinnen sind es ja eigentlich nur, vorbereitet habe. Und zwar habe ich hier einmal Messi-Tafel. Und Dominik drauf und da habe ich noch so eine mit einem anderen Bild vom Turnen letztens. Ja, und dann, da die Damen sehr gerne Cappuccino trinken, habe ich dann zwei Päckchen, da habe ich auch das gleiche Bild drauf. Und dann gibt es hier noch was Persönliches, das geht eigentlich hauptsächlich an zwei Erzieherinnen, die so Dominiks Haupt, ja, seine Ansprechpartnerin, seine Bezugspersonen waren und ja, an die geht das. Genau, und ich habe in der Küche schon gestern Abend schon ein bisschen was vorbereitet, denn ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt, ich will Obstspieße machen und da muss ich jetzt noch so ein bisschen Obst schneiden und dann auf Spieße packen und das werde ich jetzt machen. Dummi schläft noch, Hanna ist gerade hier am Essen und Jürgen macht sich gerade Frühstück für die Arbeit. Genau, und ich mache jetzt die Spieße. So, hier ist dann jetzt das Ergebnis, leider schon verpackt. Ich mache das jetzt nicht nochmal auf. Das war nämlich etwas schwierig, das zu verpacken. So, da sind noch ein paar Reste beim Domi. Der hat da noch ein paar Blaubeeren und Erdbeeren und Trauben. Ne, Domi? Deswegen gerade angezogen, weil ich gesagt habe, bei den Erdbeeren, weil Erdbeerflecken ist immer so eine Sache. Ja, und Hanna isst gerade die restlichen Kiwi-Reste. Kiwi-Reste, isst sie gerne Kiwi. Und dann kriegt sie gleich noch ein bisschen Birne. Ne? Wie grinst sie? Genau, gucken. Ja, wir haben jetzt schon 7:45. Mama muss jetzt auch schnell noch essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Und dann geht's los in den Kindergarten. Ich bin gespannt, was Aileen und Ines zu den Geschenken sagen. Mal Vielleicht gucken. Dankeschön. Vielleicht Dankeschön. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich sag doch auch immer Dankeschön. Ja, du sagst auch Dankeschön, wenn du was bekommst. Ich werde es euch berichten gleich. Also ich werde das auch heute früh machen. Weil heute Mittag, da sind dann so viele Mamas da, die ihre Kinder abholen und so. Und da geht das ein bisschen unter. Das wollte ich halt nicht. Deswegen gebe ich denen das heute früh schon. Und dann werde ich euch das nachher berichten. Hallo, ihr Lieben. Wir sind jetzt wieder vom Kindergarten zurück. Ich bin ein bisschen. Also ich habe nicht geweint, aber es hat nicht viel gefehlt. Also Dominik hat das so süß. Ich habe Schokolade mit Bildern für euch direkt gesagt und hat die rübergegeben und die waren sehr gerührt. Die eine hat auch geweint und dann hat mich die andere hat mich gefragt, ja und wie ist es denn für sie? Und dann habe ich es nur ganz kurz erläutert, weil wenn ich das wirklich ausgeschmückt hätte, dann hätte ich definitiv geweint. Also für mich ist sowas ja immer, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Hanna ist in Gehfrei und grinst, sie will auch gucken. Grinst mich an. Ja, deswegen musste ich da ganz schnell weg, weil sonst hätte ich da rumgeflennt. Und ich will ja noch filmen und wollte nicht, dass meine Schminke verläuft heute. Nee, also ja. Ich bin mal gespannt, wie es Domi. Ja, sie feiern ja quasi seinen Abschied. Deswegen habe ich auch die Obstspieße gemacht und so. Bin mal gespannt, wie heute Mittag so der Domi das ist, ob der das dann vielleicht doch ein bisschen besser realisiert hat, wenn sie es ja heute quasi auch fokussieren, dass es ein Abschied ist. Und gut, jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe ein bisschen was zu tun. Ich muss jetzt als erstes mit Archibald sein Klo komplett reinigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben gestern Katzenstreu gekauft. Das mache ich jetzt als erstes. Und danach ist dann das Badezimmer dran. Und die Hanna will schon wieder gucken. Kuckuck, Knicke. Die hat es jetzt raus, dass man vom Gehfrei aus an den Wohnzimmertisch kommt. Also den räumt sie mir jetzt ab. Da kann ich jetzt auch nichts mehr stehen lassen.
Es ist so das Einzige, wo ich noch ein bisschen Deko stehen hatte, so meine Kerzen im Glas. Das kann ich jetzt wegtun, weil sonst räumt es mir das ab. Ne? Ja. Ihr wundert euch vielleicht, Hanna sieht wieder etwas wüst aus heute Morgen, aber ihr hättet die mal sehen müssen, heute Morgen noch mal aufstehen. Die hatte wirklich so die Haare. Richtig wie in die Steckdose gepackt. Ganz schlimm sah die heute Morgen aus. Aber die hat die Nacht auch wieder bei uns geschlafen. Weil, ja, um 2 Uhr habe ich die geholt. Ich habe es zwar vorher so versucht, aber war nichts zu machen. Also die ist... Hilfe! Ja, ich weiß, du möchtest auch gesehen werden. Du kannst auch was sagen. Ja, dann war sie bei uns. Dominik war kurz vorher hochgekommen. Also es war wieder eine kurze und nicht so schöne Nacht. Domi hat auch schwer getreten. Ich denke mal, vielleicht war er auch unruhig. Ja gut, so, ich will jetzt schaffen und wir sehen uns dann einfach später nochmal. Hi. Ich liege jetzt hier auf der Couch. Nein, Otschi, jetzt nicht ins Bild. Ich habe mir ein Käffchen gemacht und werde mir jetzt den Fernseher anmachen. Mit Dschungelcamp von vorgestern. Denn ich schaffe es im Moment absolut nicht, bis nachts um 12 wach zu bleiben. Bin einfach müde. Schaffe ich einfach nicht. Deshalb habe ich mir das jetzt immer aufgenommen. Und werde das halt jetzt anmachen von vorgestern. Und werde mir das reinziehen. Hanna schläft. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde mich jetzt heute ein letztes Mal für ein komplettes halbes Jahr, bis Dominik wieder in den Kindergarten geht, nochmal so ein bisschen chillig am Vormittag auf die Couch schauen. Denn das werde ich dann länger nicht mehr haben. Ja. Mom's life. Ja, ich könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt von mir. Aber ich mache das jetzt. Ich gucke jetzt Dschungelcamp von heute ist Mittwoch von Montag. Genau. Ja. Ja, ich bin. Es passiert gerade irgendwie nicht so viel. Ich werde mich, denke ich mal, dann auch erst wieder melden, wenn du mir so im Kindergarten zurück ist. Hanna war nämlich ziemlich quengelig vorhin. Und ich denke mal, die wird, wenn die nachher wach wird, wird die wahrscheinlich ein bisschen kuschelig sein. Archibald, nicht auf den Tisch. Er will schmusen, wie ihr seht. Schmusen. Und er will nicht unten an meinen Füßen liegen. Der will am liebsten hier oben liegen. Gut. Wir sehen uns später. Ich melde mich jetzt doch nochmal, bevor wir den Dominik abholen. Wir müssen aber gleich los. Hanna ist schon eingepackt. Und die werde ich euch jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Man sieht nicht mehr so viel, aber das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Und zwar hatten wir vorgestern, war das, eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem Archibald und der Hanna. Es war nicht so schön. Also, so habe ich, also Archibald, ich muss dazu sagen, Archibald war an dem Tag allgemein nicht so gut gelaunt. Ich habe mittags ein Video gedreht, als Hanna geschlafen hat und habe in der Küche gesessen. Und er kommt auf einmal neben mich, legt sich auf die Seite und fängt an, mich zu bespielen quasi, aber mit Krallen halt auch. Und ich dachte, was ist mit dem los? Das macht er nie. Und ja, da habe ich halt gedacht, na, der hat vielleicht irgendwie mal Frust, ne, mal schlechte Laune, keine Ahnung. Gibt es wahrscheinlich bei Katzen genauso wie bei uns Menschen. Irgendwas im Urin, bei Gewitter sind die auch schon mal so ein bisschen komisch. So. Ich weiß nicht, was er hatte. Vielleicht, obwohl an dem Tag war jetzt nichts Besonderes von wegen Auseinanderbauen, aber ich denke schon, dass er das ja auch spürt, dass er vielleicht Angst hat, er bleibt hier oder so, ich weiß es nicht. Ja, und dann war, das war nämlich dann abends. Jürgen war schon zu Hause und hat dort die, vom Wohnzimmer, wo wir die Blu-ray Player und Xbox und hast du nicht gesehen, sonst immer drin hatten. Das hat er halt abgeschraubt. Das hing ja an so einer Schiene und hat das halt dann da hingemacht und Dominik war dabei und ich kam auch gerade rüber und hatte mit ihm gesprochen wegen irgendwas und Hanna war mit dem Archibald auf ihrer Decke
Und Hannah krabbelt halt im Moment sehr arg hinter Archibald her, wo ich halt auch des Öfteren schon mal dazwischen gehen musste, weil sie halt ja, die macht immer diesen Dreifüßlerstand und macht dann immer einen auf diesen, dass sie halt dann versucht vorsichtig, aber sie macht halt schon eher fest. Und dann sage ich halt auch immer, dass sie das nicht soll und gehe halt oft dazwischen, kann das aber halt nicht immer und habe das auch in dem Moment nicht gesehen, dass da was war. Und da hat er ihr einmal so übers Gesicht gekratzt. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur, Jürgen hat auf einmal geschrien und ich habe dann nur hier rüber geguckt und habe dann nur gesehen, wie die Hanna halt mit dieser Hauptposition dran war und der Archie sie an der Hand mit Krallen draußen halt so getatscht hat. Ne? Da habe ich halt gedacht, oh Gott, jetzt hat sie irgendwas an der Hand. Die war dann halt auch am Weinen. Aber an der Hand ist überhaupt nichts gewesen. Aber sie hatte gestern dann ein leicht dickes Augenlid. Das war nicht blutig, es war aber rot, also schon so ein bisschen gerötet. Das ist heute weg. Sie hat halt hier an der Nase einen Kratzer und sie hatte ganz leicht an der Stirn. Also es ist jetzt nichts Dramatisches. Ich zeige euch die Hanna mal gerade. Also sie hat halt hier, seht ihr das? Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Hat sie halt so Kratzer. Das ist jetzt nicht so dramatisch und sie hat hier an der Wange hat sie so ein Pünktchen. Ich wollte ihr halt dann direkt antiseptische Salbe drauf machen, weil ich halt ne Katzenklo und Krallen und so. Das ist ja doch immer mal was Dreck drunter und dass sich das halt nicht entzündet. Das war ein Krampf. Da hat die mehr geweint als bei der eigentlichen Sache. Ja, das war nicht so schön. Ich muss sowieso sagen, eigentlich sagt man, der Archibald ist ja eine Burma. Dass die sehr, also es sind ja diese sozusagen Menschenkatzen, ähnlich einem Hund, weil die ja auch hören, wenn man sie ruft quasi. Also Archibald hört auch, wenn man ihn ruft oder so. Und das ist echt toll. Aber also normalerweise sind halt die Burmas auch wirklich katzenlieb. Und die müssen eigentlich auch andere Katzen dabei haben. Unser Archibald ist da so ein bisschen anders. Also erstens mag er nicht so gerne andere Katzen. Und in meinen Augen ist er auch nicht so eine direkte Kinderkatze. Also er mag es schon nicht, wenn Domi halt hier ist und halt ein bisschen lauter ist. Und er möchte halt immer schmusen und hat sich ja dann auch, wo Hannah noch ganz klein war, immer bei ihr auf den Schoß gelegt. Und solange die ruhig ist, er möchte das auch immer noch. Aber sie wird halt jetzt immer wilder und ne und rupft und rupft an ihm und macht und tut. Ja, und das gefällt ihm halt nicht so. Und Domi wird jetzt langsam, also der war sowieso nie so sehr grob. Ich muss dazu sagen, Archibald ist jetzt 3 geworden und der ist zu uns gekommen. Da war er. War er da schon 2? Nee, war er nicht. War anderthalb, glaube ich. Anderthalb war er, glaube ich. Ja. Und der Domi war dann halt auch quasi anderthalb, also sie sind ja ungefähr gleich alt. Und da war Domi halt schon nicht so grob, also er war sowieso nie so sehr grob und da war er halt wirklich schon sanft gegenüber Hannah, die ist schon etwas gröber. Aber Domi ist halt jetzt wirklich so, dass er auch einen Archie mal streicheln darf und der Archie sich das auch gefallen lässt. Aber auch dort ist, sobald der Dominik sich so ein bisschen wie unterwürfig macht, indem er ein bisschen kleiner ist als der Archie, wenn der irgendwo auf der Bank ist oder so, dass der Archie dann schon mal mit der Tatze kommt, aber ohne Krallen. Also das kommt schon mal öfter vor, dass er dann auch mal zeigt, hier, hallo, so möchte ich das nicht. Oder hallo, ich bin stärker wie du. Oder wie er es dann auch schon mal ausdrücken möchte mit dieser Situation, wie ich das gerade gesagt habe. Aber dass er das mit Krallen macht, das ist eigentlich, also das ist bei Dominik, glaube ich, einmal oder zweimal vorgefallen. Und bei Hannah jetzt das erste Mal. Und das sind halt so Situationen, da habe ich halt immer ein bisschen Schiss vor. Und Hannah ist wirklich, die liebt den Archibald und die ist nur hinter dem her. Also da muss ich halt echt aufpassen. Muss ich echt mehr aufpassen. Ich habe echt Angst, dass da mal, weil gerade im Gesicht, das ist halt immer so, wo ich echt Schiss habe, ne? Deswegen bin ich froh, dass da weiter so sonst nichts passiert ist. Aber Jürgen ist natürlich total ausgerastet, ne? Ja, gut, das wollte ich euch nur mal kurz noch kurz. Kurz 7 Minuten lang fast, kurz mal noch erzählen. Und jetzt muss ich los, wir haben jetzt gleich Zeit, Dominik zu holen. Also muss ich mich jetzt anziehen. Hanna ist jetzt gerade eingeschlafen oder hat zumindest die Augen zugemacht. Deswegen hatte ich sie auch schon in den Maxi-Cosi gesetzt, weil die müde war.
Und ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen nervös. Irgendwie komisch, ne? Ist eigentlich in jeder. Also, ich hole ihn ganz normal ab, aber irgendwie bin ich. Es ist ja schon so der letzte Tag. Ich glaube, ich nehme ja auch lieber mal ein Päckchen Taschentücher mit. Es ist halt schon irgendwie komisch. Ja. Ich sollte jetzt lieber nicht darüber reden. Es ist halt aber schon irgendwie komisch, ihn jetzt das letzte Mal abzuholen für ein halbes Jahr. Ja, gut. Nicht drüber nachdenken. Und ja, ich gehe jetzt den Dominik abholen. Bis später. Wir sind wieder daheim. Domi sitzt da hinten, wie ihr seht. Meine Schminke hat nicht ganz gehalten. Ein paar Tränchen musste ich leider lassen. Ja, Domi geht's gut. Ich weiß nicht. Domi, gehst du morgen in den Kindergarten? Domi? Domi? Was ist los? Ich habe dich gefragt, ob du morgen in den Kindergarten gehst. Nein, ne? Jetzt gehst du nicht in den Kindergarten. Wann gehst du wieder in den Kindergarten? Im Sommer, ne? Und wo? In Guckheim, ne? Ne, auf dem Spielplatz können wir vorher schon, aber in den Kindergarten gehst du erst im Sommer, ne? Ja, das noch nicht verstanden, wie ihr merkt. Ja, die Hanna ist hier bei mir. Ich könnte gerade so, ne? Aber jetzt mal aufpassen jetzt. Ja, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar hat Dominik auch ein schönes Abschiedsgeschenk gekriegt. Eine schöne Tasse mit einer Hexe drauf. Meine Hexe hält sich gerade total an mir fest, deswegen kann ich jetzt gerade nicht aufstehen. So, Schnecke, warte mal eben. Ich komme sofort wieder. So, dann zeige ich euch die gerade mal. Nur ich habe gerade auf dem Weg mit dem Auto hier zurück, habe ich gesehen, dass es mir eigentlich aufgefallen, dass ich, hatten so eine große Mappe, wo man so Bilder reintun kann. Die haben jetzt gar nicht mitgenommen. Keine Ahnung. Ist egal. Diese süße Tasse mit der Hexe vom Hexenwölkchen, das ist diese Hexe halt draufgemalt, total süß. Und dann seine Mappe. Ein Bild von ihm drauf, steht sein Name drauf. Und da sind Fotos drin und Bilder und so. Ich muss mir das nachher in Ruhe mal anschauen, was alles so drin ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ja, und jetzt ist mein Akku gleich leer und dann melde ich mich einfach später nochmal wieder, wenn ich mich auch wieder ein bisschen mehr gefangen habe. Hi. Wie ihr seht, Schminke ist total verwischt. Ich habe mich noch nicht gewaschen. Ich musste dann doch noch weinen. Dominik dann Fernsehen, Paw Patrol angemacht, weil ich nicht wollte, dass er das so mitkriegt. Ja, ich habe halt dann geweint und in dem, oder warum? Weil ich diese Mappe vom Dominik angeguckt habe, die er mitbekommen hat, die so von seinem ganzen Jahr, vom ersten Tag, wo so halt Fotos drin sind und gebastelte Sachen und so. Und dann, ja, sind bei mir alle Dämme gebrochen und ich musste halt weinen. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich euch die Mappe vielleicht mal so ein bisschen zeige und so ein bisschen so von seiner Entwicklung im ersten Jahr zeige, somit auch, wie er sich gemacht hat vom Aussehen und so. Ja, Dominik? Nee, Domi, es gibt gleich Abendbrot. Nee, jetzt gibt's kein Kaubonbon mehr. Er ruft aus dem Wohnzimmer. Ich mache aber gerade Abendbrot, deswegen stehe ich auch hier in der Küche. Und ich wollte euch zeigen, ich mache heute mal unsere altbekannte oder schon öfter erwähnte Asia-Pfanne, Reispfanne. Ja. Dominik, was denn? Ja, guck noch, Dominik. Mama macht ein Video. Ich muss mal gerade bei dem gucken. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich wollte euch ganz kurz mal zeigen. Ich habe das schon öfter, glaube ich, mal erwähnt. Heute gab es Reispfannen und so. Und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, was ich reinmache.
ganz schnell, also es ist jetzt schon in der Pfanne, aber es ist ganz schnell. Also ich habe jetzt hier 400 Gramm Hähnchen geschnetzeltes. Ihr könnt natürlich auch Hähnchenbrust nehmen und die klein schneiden, nur das sind halt meistens 600 Gramm Packung, wenn man die so abgepackt kauft und das ist uns halt dann doch immer ein bisschen viel. Obwohl Jürgen gerne und viel Fleisch wegen der Proteine und so isst, Hähnchenfleisch, aber das ist uns dann doch ein bisschen viel. Ja, dann mache ich immer so einen knappen Liter Flüssigkeit. Ich mache halt einen Brühwürfel, der für, ich glaube, einen halben Liter ist der immer, Gemüsebrühe mit dran dann. Also koche halt Wasser und mache da Gemüsebrühe dran. Dann Fleisch würze ich halt immer, so wie es mögt. Also ich mache es halt mit Salz, Pfeffer, Paprika, Curry, Kreuzkümmel, Chili, so, ne? Außer Lameng mache ich das immer. Dann kommt das in die Pfanne, wird das angebraten. Dann kommt Reis dazu. Ich habe halt heute gemischt Parboiled-Reis und Basmati-Reis. Jürgen hat halt in letzter Zeit öfter eingekauft und denkt halt jedes Mal, wir essen immer den Basmati-Reis. Wir essen den zwar, aber eigentlich ist unser Standardreis der Parboiled-Reis, also der ganz normale Reis. Genau. Deswegen habe ich den heute gemischt. Ich würze den dann schon immer direkt mit Curry, dass der so eine gelbliche Farbe hat, dass halt so ein Curryreis wird. Finde ich, passt halt immer ganz gut. Man kann den natürlich auch mit Tomatenmark oder sowas halt, dass er halt rot ist, ein roter Reis ist, wie ihr es mögt. So mache ich das immer, dann kommt der zu dem Fleisch dazu. Und dann kommt die Brühe oder halt nur Flüssigkeit, wenn ihr halt die Brühe nicht möchtet, einfach nur Wasser dabei. Wie gesagt, ich mache immer so circa 1 Liter, weil ich nehme circa 300 Gramm Reis, weil wir mal am nächsten Tag noch davon essen. Also ich dann mittags und Jürgen nimmt was mit auf die Arbeit. Genau. Ja, dann habe ich immer Gemüse. Und zwar habe ich da eigentlich immer dieses. Das ist Gemüsemischung Asia im Dampfgarbeutel. Das ist eigentlich so ein Dampfgemüse für die Mikrowelle, glaube ich, ist das ja. Aber ich nehme das halt immer für die Pfanne, für wenn ich Asia-Gemüse mache. Dann nehme ich so einen kompletten Beutel. Und auch da, ja, Jürgen hat verfälschlicherweise, auch wenn er selber mal eingekauft hat, immer dieses gekauft. Wir haben doch immer das. Nein. Weil da Blumenkohl drin ist und Champignons und diese asiatischen, diese schwarzen Pilze, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Und Jürgen das ja gar nicht mag. Ja, und ich mag eigentlich Blumenkohl auch nicht gerne im Asia-Gemüse. Ich weiß nicht, für mich gehört das nicht da rein. Ja, da hatten wir, also das habe ich halt immer so ein bisschen mit untergemischt. Und das ist jetzt Gott sei Dank heute leer geworden, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir so langsam den Tiefkühler leer kriegen, wegen Umzug und so, wisst ihr ja. Und dann für mich mache ich, die mache ich dann immer im Ganzen rein. Pfefferonis, da mache ich immer 2 Stück rein. Da habe ich jetzt fürs nächste Mal nur noch eine Portion, dann ist das Glas auch schon wieder alle. Die mache ich im Ganzen rein, damit die halt die Schärfe, die sind jetzt mild, also die sind nicht so scharf, nicht so an das Essen abgeben, damit Domi nichts, nicht die Schärfe halt hat. Und die esse ich halt dann immer, die schneide ich mir halt dann auf und esse die halt dann immer dabei. Ich mag das halt immer ganz gerne. Ja, und dann kommt halt, wenn die Brühe da drin ist, kommt halt das Gemüse mit da rein. Dann wird das kurz aufgekocht und dann stelle ich das runter so auf, ja, kommt halt auf Herd an, sodass es halt noch köchelt. Und dann wird es so lange köchelt, bis das Wasser weg ist. Also das ist halt unterschiedlich, ne? Wie lange das dauert. Also so circa eine halbe Stunde, ich kann es euch nicht so genau sagen. Ja, und das essen wir total gerne. Das gibt es bei uns fast einmal die Woche fast. Oder also zumindest alle 2 Wochen gibt es das bei uns. Also ich mag das gerne. Domi liebt Reis. Jürgen war früher nie ein Reisesser. Ich esse halt total gerne Reis. Und wie gesagt, deswegen gibt es das meistens einmal die Woche oder wie gesagt, alle 2 Wochen mindestens einmal. Ja, und dann zeige ich euch das mal ganz kurz, wie das jetzt im Moment aussieht in der Pfanne. Also das habe ich jetzt gerade erst reingetan quasi, bevor ich angefangen habe, das Video zu machen. Also es ist jetzt 6 Minuten drin und es ist noch reichlich Wasser da. Jetzt sieht man, dass meine Schminke weg ist. Ja, genau. Also heute gibt es bei uns Asia-Reispfanne à la Kati. À la selbst zusammengeschnipselt, gemacht, getan. Ja, das wollte ich euch einfach mal so zeigen. Ja, und dann kommt auch schon bald der Jürgen. Die Hanna schläft gerade. Wir haben jetzt 16:30, also wird der Jürgen bald kommen. Ja, und dann essen wir. Ja, und Hanna muss sich noch einen Brei machen. Die kriegt heute Abend noch mal einen Grießbrei, selbst angerührt, also so vom Baby Vita ist der. Den hier.
habe ich. Ich freue mich jetzt, die ist ja jetzt, oder ist noch nicht morgen, ist sie erst 8 Monate alt. Und dann darf sie ja auch alle anderen Brei-Gläschen oder mehrere Gläschen, da kommt der Jürgen gerade. Und wie gesagt, das mache ich eh jetzt gleich fertig. Und dann kann sie mit uns essen. So. So sieht das Ganze dann auf dem Teller aus. Manchmal mache ich das auch so, dass das ein bisschen so angebraten ist. Aber mein Mann hat das halt lieber, wenn das ein bisschen knatschig ist. Ich bin ja eher so der Typ trocken. Auch so bei Fleisch richtig trocken. Angebraten. Wie Cats. Ich mag das halt gerne so. Ja. Und Hanna hatte gerade schon Brei, die ist ein bisschen quatschig jetzt nach ihrem Schläfchen. Ich weiß nicht. Hat jetzt noch einen Keks gekriegt. Und jetzt ist sie ganz ruhig. Mal gucken, wie lange. Ich glaube, sie stiert wieder so auf unser Essen, was wir essen. Aber Reis, das ist so nichts. Und auch von den Gewürzen halt, ne? Gut, wir essen jetzt zu Abend. Und lassen dann den Tag noch so familienmäßig ein bisschen ausklingen. Ich glaube, heute passiert nichts mehr Besonderes. Und ich sag euch bis zum nächsten Video. Und danke fürs Zuschauen. Nee, Opa, ein Reis ein bisschen.